Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 4. August 2018? Die indische Astrologie oder vedische Astrologie berechnet die Horoskopen anders, als wir in unserem westlichen Astrologie kennen. Die indische Astrologie berücksichtigt die Präzession, was nichts anderes ist als die Bewegung unserem Sonnensystem durch den platonischen Jahr. Andere Berechnung, andere Ergebnis. Das heißt, die Planeten Sonne, Mond anderes platzieren, als wir das in unserem westlichen Astrologie kennen. Dafür ist aber die indische Astrologie präzise. Ich habe ein Einführungsangebot. Umrechnen die Horoskop, die westlichen Horoskop auf den indischen und die Beschreibung auch die Mondhäuser. Ich kann das anbieten, diese Horoskopanalyse für 50 Euro. Es sind Videoberatungen und dann kann ich das genau beschreiben und verkünden. Wenn wir in die Tiefe schauen sollen und beschreiben, was kommt im kommenden Jahr, welche Ereignisse, natürlich ist es zeitaufwendig, dann beträgt mein Honorar für diese Horoskopanalyse nach indischen Astrologie 100 Euro. Und jetzt die heutigen Tag. Sonne befindet sich nach diesem indischen Berechnung noch in Tierkreiszeichen Krebs. Nicht nur Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Krebs, sondern auch Merkur. Und Merkur ist momentan rückläufig. Diese Rückläufigkeit kann bedeuten, dass etwas noch gebremst ist oder werft uns zurück, aber keine Angst von einem rückläufigen Planet, weil oft, sehr oft sogar, hat damit gar nichts zu tun, sondern zeigt Vergangenheit, Kontakte, Gespräche über Themen, was die Vergangenheit betrifft, oder meldet sich jemand von Vergangenheit und ist die Kontakt nochmal da. Bei Sonnenaufgang steigt die Tierkreiszeichen Krebs in Osthorizont auf. Das bedeutet für die Krebsgeborenen etwas ins Licht zu bringen oder im Mittelpunkt stehen, die Bedürfnisse wahrgenommen werden. Und die Mondhaus, was einen Einfluss hat auf diese Aszendent und Einfluss auf die Sonnenstellung, begünstigt gerade die Krebsgeborenen. Das heißt, ein guter Neuanfang, etwas trägt Früchte. Es ist auch Glück da, aber auch Lernen oder Lernaufgabe. Das kann bedeuten, dass jemand gerade ein Seminar besucht oder fängt eine Schulung an, aber kann auch bedeuten, dass wir etwas lernen von einer bestimmten Situation in unserer Lebensschule. Heute ist Halbmond. Ein Halbmond ist immer wunderschön, aber entsteht Spannung. Sonne, Mond und Erde stehen in Verbindung. Und da verbindet sich drei Tierkreiszeichen, verbindet sich drei Elemente. Es fehlt die Ausgleich, es fehlt die vierte Element. Nach indischen Berechnung befindet sich die Sonne noch im Krebs. Unserem Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Steinbock und Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Widder. Nicht wundern, ich weiß, in unserer westlichen Astrologie ist die Berechnung anders, aber so ist die korrekte Berechnung, Mond ist im Widder. Und da verbinden sich drei Tierkreiszeichen und drei Elemente, Krebs, Steinbock, Widder. Krebs gehört zum Wasserelement, Steinbock gehört zum Erdeelement
und wieder gehört zum Feuerelement. Es fehlt die Luft. Und die Luftelement gibt uns die Ausgleich. Und so schaffen wir die Gleichgewicht. Das heißt, etwas spielerisch betrachten oder mit Humor zu nehmen oder von etwas befreien, endlich aufatmen. Wir brauchen zurzeit die Leichtigkeit und wir brauchen auch die Kommunikation, aber nicht übertreiben, nicht allzu gefühlsvoll sein, sondern das wirklich mit Leichtigkeit geschehen lassen. Und so finden wir im heutigen Tag den inneren Gleichgewicht, wir finden die Balance. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist ein wichtiges Thema, gerade die Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und die Finanzen, um die Finanzen zu kümmern, weil die Löwengeborenen bringen das gerade in Ordnung. Die Kommunikation, das ist wichtig auch bei Krebsgeborenen, wie ich schon sagte, es ist möglich, dass jemand kehrt von Vergangenheit zurück. Aber Kommunikation im vertrauten Umgebung oder Gespräch in die Familie, das trifft auch die Löwengeborenen. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen, hier bewegt sich nach indischen Berechnung die Liebesplanet Venus und steht eine schöne Verbindung zu Sonne und auch zu Merkur. Da klärt sich etwas auf oder kommt etwas in Ordnung oder wird über Gefühle, über die Liebe sprechen. Und nicht nur das ist wichtig momentan bei den Jungfraugeborenen, die Liebepartnerschaft, was nicht nur bei den Jungfraugeborenen gerade aktuell ist, sondern indirekt wirkt auch für die Krebsgeborenen diese Liebesenergie. Sondern es sind auch noch andere Themen, was gerade die Jungfraugeborenen beschäftigt. Und das ist eine kleine Reise oder eine Schulung oder ein Seminar besuchen oder selbst dieses Seminar zum Halten. Dann die Kontakte mit Familien und Verwandten, eine Einladung oder ein Fest oder ein Besuch. All das ist möglich gerade bei den Jungfraugeborenen. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen ist wichtig, die Sicherheit und Stabilität. Dieses Gefühl zu haben, eine feste Boden unter den Füßen. Aber es ist heute Spannung, nicht nur die Gespräche kann unangenehm treffen, gerade die Wagengeborenen. Es kann auch ein Angriff kommen oder dass jemand aggressiv reagiert. Also es ist eine gewisse Spannung da. Und es ist wichtig, bei den Wagengeborenen die inneren Gleichgewicht bleiben und das mit Humor betrachten, also nicht zu emotional wirken. Natürlich hilft auch ein gewisser Rückzug und das genießen auch zurzeit die Wagengeborenen. Themen wie eigene Zuhause, da etwas zu verändern oder verschönern oder ein Umzug, das sind auch wichtige Themen, gerade bei den Wagengeborenen. In die Liebepartnerschaft kommt etwas in Ordnung. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen verspüren die schöpferische Kraft und sie haben die Kraft, sie haben den Mut, das Umsetzen im Tat. Und die Gespräche sind auch sehr wichtig. Hier kehrt jemand zurück von Vergangenheit, das kann eine männliche Person sein und klärt sich etwas auf. Themen wie Kinder ist auch sehr wichtig, gerade bei den Skorpiongeborenen. Entweder die eigenen Kinder oder Arbeit mit Kindern oder Kindheitserinnerungen. Aber Kind symbolisiert auch die schöpferische Energie, ein Neuanfang und auch diese Begeisterung von etwas. Und es ist auch möglich, dass die Skorpiongeborenen gerade etwas Neues starten. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen kümmern gerade um ihre Gesundheit und Ernährung, aber nicht nur das wichtig, sondern es ist auch wichtig die Arbeit, die berufliche Situation. Die Gespräche verlaufen etwas zäh
oder es fehlt die Klarheit. Es ist schwierig zum Einigen. Entsteht ein gewisser Hin und Her. In der Liebepartnerschaft haben die Schützengeborenen gerade Einschränkungen. Die Tierkreiszeichen Steinbock geboren ist ein wichtiges Thema, die Liebepartnerschaft, und da haben die Steinbock geborenen Glück. Aber damit Klarheit kommt, es betrifft nicht nur die Liebe, sondern es kann um andere Themen handeln. Es ist wichtig, klärende Gespräche führen. Aber nicht nur warten, bis der andere anruft, sondern auch diese Kontakt selber suchen, weil so kommt das alles im Gleichgewicht und klärt sich etwas auf. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen haben ein gutes Gefühl. In der Liebepartnerschaft sind sie etwas unsicher. Wichtige Themen sind bei Wassermann-Geborenen noch die Finanzen. Aber das hängt auch mit Ämtern zusammen. Entweder eine erbschaftliche Situation oder Finanzamt oder Steuerberater oder Banken, Versicherungen. All das bringen die Wassermann-Geborenen gerade in Ordnung. Eine männliche Person kehrt zurück von Vergangenheit. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen sind auf eine Reise. Das kann Urlaub sein, kann auch eine innere Reise sein. Wichtige Thema ist gerade bei den Fischengeborenen die Liebepartnerschaft, aber nicht nur warten, sondern auf anderen zugehen, Interesse zeigen oder Gefühl zeigen. Die Fischengeborenen sollen sie sich öffnen für die Liebe, weil das spiegelt gerade das Leben für die Fischengeborenen. Die Tierkreiszeichen Wiedergeboren ist wichtig, die beruflichen Erfolg und Anerkennung. Und es ist ein Aufstieg momentan für die Wiedergeborenen, aber sie fühlen sich kraftlos und die Gespräche laufen auch nicht so, wie die Wiedergeborenen das wünschen, weil das führt zu Missverständnissen, kann auch bedeuten, dass sie warten auf eine Nachricht und das kommt noch nicht und das bringt die Wiedergeborenen gerade aus dem Gleichgewicht. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen haben Glück in die Liebepartnerschaft. Sie können mit einer guten Nachricht rechnen und es ist möglich, dass eine männliche Person zurückkehrt von Vergangenheit. Es sind Umbrüche, unerwartete Ereignisse und Veränderungen und der Bekanntenkreis, Freundeskreis vermehrt sich, neue Kontakte erwartet gerade die Stiergeborenen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen brauchen gerade einen gewissen Rückzug und Ruhe. Und in dieser Ruhe liegt die Kraft. Und dann werden sie auch bald etwas Neues starten. Und für die Zwillingsgeborenen ist gerade sehr wichtig, dass sie Erfolg haben beruflich, dass die Finanzen in Ordnung bringen. Auch wichtig, einen klärenden Gespräch in die Liebepartnerschaft fühlen sich ein bisschen eingeengt momentan. Und das war dieses Tageshoroskop nach indischen Astrologie. Ich möchte noch die Blitzberatungen erwähnen. Was ist es und wie funktioniert es? Sie schreiben mir ein E-Mail und beschreiben Ihre Lebenssituation und stellen Ihre Frage. Ich beantworte diese E-Mails blitzschnell, heißt auch Blitzberatung und so soll es auch bleiben. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.